Herzlich willkommen hier zu diesem kleinen Talk-Video am Mittwoch. Das Video wird bestimmt wieder so um die 20 Minuten gehen, denn es gibt jede Menge Sachen zu bequatschen hier mit euch. Ihr habt jede Menge Kommentare geschrieben und da möchte ich einfach mal auf ein paar Sachen so eingehen, auch die eine oder anderen Fragen beantworten hier und deswegen genau dieses Video heute. Viel Spaß! Ja, bevor ich jetzt hier mit meiner bunten Kiste an Themen beginne, möchte ich noch eine Sache loswerden. Mir ist es unter den Gewinnspielvideos aufgefallen, dass viele, viele dann den Gewinnern gratulieren und das freut mich natürlich riesig. Es kann nicht immer jeder gewinnen, aber ich denke mal, bei meiner Anzahl an Gewinnspielen und Sachen, die ich hier an euch raushaue, wird einfach mal, am Ende denke ich mal, jeder irgendwas davon haben. Und deswegen nochmal ein großes Dankeschön an alle, die da mit so viel Respekt an die Sache rangehen und sagen, herzlichen Glückwunsch dir, dass du gewonnen hast. Ich gönne es jedem, der hier gewinnt und das finde ich richtig, richtig klasse und da nochmal einen riesengroßen Daumen für euch alle da draußen. Das zweite große Dankeschön geht an alle raus, die sich hier regelmäßig an den Videos beteiligen. Egal, ob es nur ein Daumen nach oben ist, eine Meinung, Kritik und so weiter. Jeder Kommentar ist einfach förderlich hier für mich und meinen Kanal. Und Lob lese ich natürlich immer gerne, wenn es angebracht ist. Und zusätzlich noch, egal ob ihr Fragen habt, egal ob ihr Sachen habt, die ich vielleicht noch verbessern soll oder irgendwas, könnt ihr mir natürlich immer gerne unten in die Kommentare schreiben. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich da immer sehr, sehr schnell versuche, drauf zu reagieren. Außer vielleicht nachts, wenn ich mal schlafen muss oder so. Oder wenn man arbeiten muss, geht das natürlich nicht immer. Ich stehe da wirklich dahinter. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Probleme habt oder Fragen oder Kritik, Meinung, egal was, schreibt es drunter. Ich bin dann immer direkt zur Stelle und versuche das so schnell wie möglich für euch hier zu beantworten. Kommen wir zu dem Thema, das den Kanal in den letzten Tagen und auch jetzt immer noch sehr, sehr prägt. Und das sind unsere 21 Waschhandschuhe, die wir hier im XXL-Test hatten. Alle Waschhandschuhe wurden an einem halben Auto getestet. Das heißt, jeder Handschuh hat hier an so einem Waschprogramm ausgiebig teilgenommen. Wir haben geschaut, wie lassen sich die Handschuhe handeln und so weiter. Ich habe für euch die ganzen Daten aufgenommen. Da wird es nochmal eine riesengroße Auswertung geben, weil viele fragen, kommt da nochmal ein Fazitvideo? Welcher ist denn nur der beste Handschuh? Was ist der Preis-Leistungssieger? Welcher ist überteuert und so weiter? Und da gibt es nochmal ein riesengroßes Abschlussvideo, um die ganze Sache so ein bisschen abzurunden und da zu einem endgültigen Ergebnis zu kommen. Deswegen wird es nochmal so die Preis-Leistungssieger und so weiter geben. Und wenn ihr noch Fragen zu den einzelnen Handschuhen habt, dann könnt ihr das auch gerne hier unter das Video machen. Vielleicht mache ich da, wenn genug Fragen zusammenkommen, nochmal so ein Q&A, also so ein Fragen- und Antwort-Video zu allen Handschuhen oder zu einzelnen Handschuhen. Das ist überhaupt kein Problem. Können wir natürlich gerne für euch machen hier. Zusätzlich möchte ich noch erwähnen, dass kein Handschuh irgendwie gesponsert wurde oder irgendwas. Alle Handschuhe habe ich mir von meinem eigenen Geld hier gekauft für den Test. Das hat ungefähr so knapp über 400 Euro gekostet, inklusive Versand für manche Handschuhe. Und das ist natürlich eine sehr, sehr stolze Summe. Ich denke mal, für euch sind 400 Euro auch nicht unbedingt ein kleiner Pappenstiel. Und auch für mich war es eine Summe, die ich erstmal ausgeben musste. Und da möchte ich einfach nochmal das ein oder andere Wort dazu loswerden, weil viele, viele Abonnenten dazugekommen sind und vielleicht nicht alle mitbekommen haben, wie sie mich hier vielleicht ein bisschen unterstützen können. Und deswegen gibt es auch mal diesen kleinen Werbung, diese kleine Eigenwerbung jetzt hier für mich. Also für alle, die es noch nicht unbedingt so mitbekommen haben, wie das Ganze hier funktioniert und wie ich mir das Ganze hier vorgestellt habe. Es funktioniert so, unter allen Videos habt ihr diesen kleinen Amazon-Link. Wenn manchmal die Artikel bei Amazon nicht verfügbar sind, kriegt ihr natürlich von mir auch Links zu anderen Shops oder so. Aber wenn ihr mich unterstützen wollt, dann macht das bitte, bitte über die Amazon-Links unten, weil wenn ihr da draufklickt und egal, was ihr dann kauft, es müssen keine Autopflegeprodukte sein, es können Waschmaschinen sein, es können Klamotten sein, Schuhe, Elektronik-Sachen und so weiter, wie ihr wollt. Solange ihr vorher auf den Link klickt, bekomme ich von Amazon für den Kauf, wenn ihr das Ganze dann gekauft habt, eine kleine Provision. Und ihr wisst, dass ich da ehrlich mit euch bin. Ich sage das immer wieder, ich möchte es nicht jedes Mal erwähnen, aber ich möchte es an der Stelle einfach nochmal loswerden. Wenn ihr mich unterstützen wollt und das hilft mir und die über 400 Euro, die ich jetzt hier für die Handschuhe ausgegeben habe, möchte ich natürlich auch irgendwann wieder mal einnehmen. Und deswegen hoffe ich einfach, dass ihr mich da unterstützt. Also wenn ihr einfach bei eurem nächsten Amazon kauft, mit dran denkt, ah, wir könnten Xaron ja da in der Richtung unterstützen, einfach mal vorher auf meinen Kanal gehen, auf einen Link klicken und dann könnt ihr euch kaufen, was ihr wollt und unterstützt mich damit riesig. Und da sage ich danke, danke, danke an alle, die das schon bisher machen. Also das ist im Moment der einzige Weg, wo ihr mich richtig aktiv unterstützen könnt. Ich möchte hier keine Spendensache einrichten oder so, das ist mir irgendwie, ich finde es unseriös. Ihr könnt einfach sagen, ich kaufe so und so gern irgendwas bei Amazon ein und wenn ihr dabei noch an mich denkt und auf meinen Link vorher klickt, dann könnt ihr mich einfach ganz easy da unterstützen und habt keinen Cent, den ihr da ausgeben müsst und keinen Mehraufwand groß. Und schon kommt hier wieder ein bisschen Geld in die Kanalkasse und ich kann natürlich viele, viele weitere riesengroße Tests für euch machen. Und dafür nochmal danke an alle, die das bereits tun und danke an die, die sich jetzt entschließen, das auch zu tun. Vielen, vielen Dank. So, und jetzt Schluss hier mit der Heuchelei. Jetzt geht's los. Endlich geht's zu euren Kommentaren. Ich habe mir hier mal die ganzen Sachen ausgedruckt und ich werde es auch hier unten ein bisschen einblenden, damit ihr nochmal mitlesen könnt. Aber ansonsten lasst uns direkt loslegen. Sorry, ich musste ja gerade einen kleinen Cut machen, denn der Paketbote hat gerade geklingelt und hier ein kleines, flaches Paket mitgebracht. Das stelle ich mal hier hinten mit dazu, denn das ist unser nächstes großes Projekt.
Projekt, beziehungsweise mein großes Projekt. Ob ich da ein bisschen Hilfe bekomme, werde ich noch schauen, wer da Lust und Zeit hat. Aber ansonsten, hier hinten steht schon das nächste Großprojekt. Und das wird ähnliche Dimensionen haben wie das Handschuhprojekt, auch finanziell gesehen. Und da hoffe ich natürlich, dass ihr mich da ein bisschen unterstützt. Und ihr wisst genau wie, deswegen rede ich nicht weiter darüber. Direkt zu euren Kommentaren, los geht's. Der erste Kommentar, auf den ich eingehen möchte, ist von German Street Racer GSR. Suzuki Motorradfahrer. Ich war mal ein Kawasaki Motorradfahrer. Oh, jetzt kommen die ersten schon. Ach du Scheiße, Kawasaki. Ich hatte eine Z1000, Baujahr 2003, war eine gebrauchte. Ich glaube, 4.500 hatte ich dafür bezahlt. Die bin ich 3 Jahre gefahren. War eine schöne Zeit, aber ein Auto musste ran, der Leon musste her und da musste einfach die Kawasaki weichen. Außerdem hatte ich hier keine Garage und konnte das Ganze nirgendwo unterstellen. Und das war total nervig, wenn dann immer das geregnet, wenn es dann so geregnet hat und Sturm ohne Ende. Ich musste ständig aus dem Fenster schauen und gucken, ob das Teil noch steht und noch nicht weggeflogen ist. Und das war mir einfach zu viel Stress und dann mit Diebstahl und so, das war mir einfach zu hektisch. Und dann ist natürlich auch die Landschaft hier in Südbrandenburg nicht so, dass ich da sage, oh, ich habe jetzt mal richtig Bock, hier abends noch eine Runde zu drehen. Deswegen musste leider die Z1000 weichen. Aber endlich zu deiner Frage, sind die Wollhandschuhe aus Leder? Das heißt, wie bei jedem Tier normalerweise, ist es ja so, dass diese Wollhaare an so einem Leder natürlich dran sind, wie in der Natur auch vorgesehen. Und dann schauen wir einfach mal. Juhu! Jetzt muss ich mich erstmal hier durchwühlen. Ich habe jetzt nochmal alle Wollhandschuhe hier aus dem Test vor mir ausgebreitet und schaue einfach direkt mal nach. Also hier CarPro und Blue Sheep sind natürlich an so einem Pad festgenäht. Da habt ihr kein Leder, was da lange irgendwie nass bleiben kann nach dem Trocknen. Aber das war eine gute Frage und deswegen habe ich es auch mit reingenommen. Das Innenleben des Giants hier besteht aus Leder und deswegen habt ihr auch einen sehr, sehr feuchten Stoff hier im Inneren und der trocknet auch sehr, sehr schwer. Das nächste ist, so ein Leder darf auch nicht austrocknen, deswegen darf so ein Wollhandschuh nicht auf die Heizung lange, weil er trocknet dann einfach aus, beziehungsweise das Leder innen wird brüchig. Und da gibt es natürlich nochmal ein extra Video mit Pflegehinweisen für so einen Wollhandschuh und das gucken wir uns später nochmal an. Aber du wolltest ja wissen, ob innen Leder ist. Im Giant ist Leder drin, im Triple mit haben wir auch Leder hier. Ich kann es natürlich zeigen, aber ich sage es euch einfach, es ist einfach so, da ist auch Leder drin, trocknet auch ein bisschen schwer, also die Außenseite ist natürlich schon absolut trocken und super flauschig, aber innen, wenn ihr reingeht, habt ihr irgendwie so das Gefühl, ihr fasst so ein Tier irgendwo rein oder so. Also es ist noch sehr, sehr feuchtes Leder im Inneren. Beim Triple mit habt ihr Innenstoff, das ist natürlich schon trocken, also der ist komplett trocken. Schauen wir uns noch den Yeti S an. Er hat auch Innenleder hier, kann ich euch mal zeigen, das ist auch noch sehr, sehr nass hier und wenn ich hier mal reinfasse und wieder raus, dann habe ich auch nasse Hände. Also das trocknet wirklich schwer und das müsst ihr wirklich bei so einem Lederhandschuh beachten. Der braucht einfach ein bisschen mehr Zeit zum Trocknen. Das Leder innen muss nicht unbedingt trocknen, das schimmelt auch nicht. Also wenn ihr den Handschuh nicht unbedingt hier in so eine Folietüte einpackt und fest verschließt und irgendwo in den dunklen Keller legt, dann passiert da gar nichts. Ich habe den einfach hier unter meinem Schrank in so einer Kiste, wie ihr sie gerade hier beim Ausschütten gesehen habt, damit die ein bisschen durchlüften können und da passiert gar nichts. Da können die auch ein bisschen nass sein innen, da passiert überhaupt nichts und das schadet dem Leder auch überhaupt nicht. Und habt da keine Probleme. Also solange außen alles schön trocken ist und ihr den einfach nur hinlegen könnt, ist natürlich alles IO, damit irgendwie die Oberflächen nicht nass werden oder so. Ja, der bayerische Manuswerker meldet sich ja schon fürs nächste Gewinnspiel an, was vielleicht mal in den Sternen steht. Denn die Handschuhe gehen natürlich wieder an euch raus. Ich überlege noch, welchen ich mir behalte, weil ich brauche vielleicht auch noch einen neuen Handschuh. Ich hatte ja bis jetzt noch den McQuires hier mit dem großen Einstieg. Und wenn wir schon so viele Handschuhe hier getestet haben und so viele auch Premium-Handschuhe getestet haben, möchte ich natürlich auch ein oder zwei behalten. Da schaue ich einfach mal, wer am Ende dann so mein Favorit ist oder meine zwei Favoriten. Ansonsten, der Rest geht natürlich an euch zurück. Das habe ich euch ja versprochen. Also alles, was ich hier teste und so zum großen, großen Teil oder eigentlich zum 99% gehen wieder an euch zurück. Und deswegen werden natürlich auch diese Handschuhe alle in Gewinnspiele wandeln. Und du meldest dich hier schon für den Petzold an. da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich den Petzold verlose. Aber du könntest vielleicht Glück haben. Ich habe vielleicht das Zweierpack gekauft und habe noch einen ungeöffneten. Vielleicht lässt sich da was einrichten fürs nächste Gewinnspiel. Schauen wir einfach mal nach. Der Mercedes W210, der auch immer sehr, sehr aktiv mit in den Kommentaren hier vertreten ist, hat gefragt, oder besser gesagt, ist noch nicht so ganz überzeugt von den Wollhandschuhen. Und da muss ich sagen, auch ich war am Anfang nicht so überzeugt von den Wollhandschuhen und muss sagen, umso länger man sich mit der Sache auseinandersetzt und umso mehr man so einen Handschuh im Einsatz hat, findet man immer mehr Gefallen daran. Ich muss sagen, ich möchte jetzt nicht nochmal hier so ein Fazit eingehen, aber du hast ja schon geschrieben hier, ich schau mal nach, der Giant und der Triple mit. Die beiden hier mit dieser Handschuhform sind einfach, wie ich auch in dem Video schon gesagt habe, sind im Moment die Favoriten, weil die Wolllänge ist sehr, sehr angenehm, sind super weich. Ihr taucht richtig schön tief in die Handschuhe hier ein mit den Händen. Natürlich ist die Passform top, die Halterung ist top. Also wenn ihr einen Handschuh sucht aus Wolle, ich möchte mich nicht wiederholen, dann schaut euch die zwei an. Generell sagst du ja, dass die Wollhaare sehr, sehr verkleben oder zusammenhängen, wenn damit gewaschen wird. Und da hast du absolut recht. Also wenn hier
Nehmen wir zum Beispiel mal den CarPro, da habt ihr wirklich hier 6, 7 cm lange Wollhaare. Klingt natürlich erstmal richtig geil hier, wenn man sich das so anhört. Aber das Problem ist einfach, dass sich das sehr, sehr schwer sauber machen lässt. Und wirklich, wenn das nass ist, pappt das wirklich an. Und ihr müsst sehr, sehr aktiv hier auf dem Lack mit dem Handschuh sein, um einfach diese Haare auch in Bewegung zu halten. Deswegen hat man mit so einem Handschuh einfach ein kleines bisschen mehr Arbeit, auch hartnäckigeren Schmutz zu entfernen. Aber für das schonende Waschen ist so ein Wollhandschuh wirklich zu empfehlen. Da empfehle ich euch aus meiner Sicht natürlich erstmal einen Handschuh, der einfach ein bisschen kürzere Haare hat hier. Der Frank Schinner hat hier einen schönen Kommentar dargelassen. Er hat das Ganze so ein bisschen abgerundet, was für ihn einfach einen schönen, schönen Handschuh darstellt. Und da hat er einfach gesagt, er muss schneeweiß sein, damit man den Schmutz gut erkennt. Stimme ich absolut zu. Damit kann man natürlich auch erkennen, wann man den Handschuh endlich mal wieder sauber machen muss, in den Wascheimer reingehen muss. Dann muss das Bündchen angenehm zu tragen sein. Es muss einfach schön verarbeitet sein. Ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Und der dritte Punkt ist natürlich die Preis-Leistung. Das heißt, wenn ihr mehrere Handschuhe habt und die sind von der Preisspanne wirklich 10 ist vielleicht noch okay, aber wenn sie wirklich 20 Euro im Unterschied sind, dann guckt man schon genauer hin, weil dann kann man vielleicht sogar schon zwei günstige Handschuhe, die genauso gut sind, kaufen als einen teuren, der am Ende dieselbe Leistung hat. Und da muss man ein bisschen schauen, aber da gibt es natürlich in meinem großen Abschluss-Ranking-Video nochmal richtig, richtig viele Infos dazu. Mit dem Florian Franke hatte ich hier so ein kleines Kommentargespräch unter eins der Videos. Er hatte mich gefragt, wie stehst du denn dazu hier zu diesem kleinen Einnäher hier im Petzolds Waschhandschuh? Den hatte ich natürlich auch hier im Test schon mit erwähnt, dass hier dieses Logo von Petzold mit eingenäht ist. Und da hatte ich ihm natürlich versprochen, dass ich da den Christian Petzold von Petzolds Autopflege mal kontaktiere. Und das habe ich vor einer guten Stunde, vor ein bis zwei Stunden gemacht und hatte mit ihm ein schön langes Telefonat darüber, auch über andere Sachen noch. Und habe ihn direkt mal hier auf das Thema angesprochen zu diesem eingestickten Logo. Ich hatte ja im Test schon euch gesagt, dass ich mit diesem Logo nicht auf den Lack gekommen bin. Ich habe es auch wirklich nochmal genau nachgeschaut. Ich habe gestern den Handschuh nochmal nass gemacht und bin damit mal über eine Glasoberfläche gegangen und habe von unten geschaut, ob ich, egal bei welchem Druck oder bei welcher Haltung, da auf den Lack oder besser gesagt auf die Glasscheibe komme. Und es war einfach nicht der Fall. Und der Christian Petzold hatte auch gesagt, dass jede Menge Firmen, die da mit ihnen in Kooperation stehen, das heißt, wo dieser Handschuh einfach im Einsatz ist, sich noch keiner beschwert hatte, dass irgendwie dieses Logo hier Kratzer oder irgendwelche Probleme verursacht hat. Und ich konnte das natürlich bestätigen, weil auch bei mir, ich habe einfach nichts feststellen können. Und mein Test hier auf der Glasscheibe hat gezeigt, dass es nicht der Fall ist. Und trotzdem könnt ihr das natürlich, wenn ihr immer noch Angst habt und dann der ganzen Sache trotzdem nicht vertraut, auch ganz einfach dieses Logo hier rauslösen und seid einfach absolut auf der sicheren Seite. Der Nico A. wollte hier in seinem Kommentar noch gerne von mir wissen, für welchen Handschuh ich mich entscheiden würde, wenn ich die Wahl hätte zwischen dem Microfiber Madness Incredimate und dem Giant Q2M Smoothie. Und ich habe es ihm auch schon unten unter seinen Kommentar geschrieben. Ich würde mich leicht tendenziell für den Giant Q2M Smoothie entscheiden, weil einfach der Preis einfach nur ein bisschen besser ist. Ich weiß, es gibt den Microfiber Madness auch manchmal für 20 Euro, aber es ist schwierig zu sagen, der Giant liegt wirklich nur ganz, ganz leicht vor dem Microfiber Madness oder liegt eigentlich fast gleich auf. Im Abschlussranking werdet ihr auch nochmal genauere Informationen dazu bekommen. Es ist schwierig zu sagen, welcher von den Handschuhen wirklich besser geeignet ist. Es sind beides Top-Handschuhe, sind super weich. Sie haben dieses unterschiedliche Faserdesign, einmal dicke Fasern und dünne Fasern, was natürlich super ist, um den Schmutz hier festzuhalten, um gröberen Schmutz runterzubekommen, um feineren Schmutz runterzubekommen. Sie sind beide innen in der Halterung, beide super hier verarbeitet. Also es gibt bei beiden sehr, sehr, sehr bis fast nichts zu bemängeln. Und deswegen, wenn du dich entscheidest, also ich habe mich letztendlich am Ende für den Giant oder ich würde dir am Ende den Giant empfehlen, weil einfach generell tendenziell ein bisschen günstiger ist. Deswegen der Giant, aber der Incredimate ist qualitätstechnisch ist der Incredimate einfach gleich auf. Ja, der Stefan M. hat hier noch seine Meinung zum Chemical Guys 4 in 1 dargelassen. Die war nicht unbedingt positiv. Und ich muss sagen, er teilt auch meine Meinung hier mit dem engen Einstieg und dem Innenhandschuh, der eigentlich ein bisschen Wasser abhalten soll, aber er wird genauso durchnässt wie alles andere auch bei so einem Handschuh. Also wenn ihr mit dem Handschuh wascht, kriegt ihr genauso nasse Hände wie bei allen anderen Handschuhen auch. Und er ist im Inneren leider nicht festgenäht und er hat das auch bemängelt und er hat noch zusätzlich die Erfahrung gemacht, dass sich hier die dünne Schaumstoffschicht hier ablöst und im Innenfutter löst sich dann nach einem halben Jahr ab und nach den Waschgängen habt ihr hier auch noch mehr Probleme und so weiter. Und ich muss sagen, das konnte ich natürlich jetzt noch nicht testen. Ich konnte den Handschuh jetzt nicht hier 30, 20, 30, 40 Mal waschen. Aber generell kann ich sagen, wir werden die Sieger hier unseres großen Waschhandschuh-Tests noch weiter im Einsatz behalten und da einfach auch nochmal so einen Langzeittest raushauen. Da werde ich einfach mal schauen, nach einem halben Jahr, ich werde versuchen, die Handschuhe gleichmäßig zu belasten. Das heißt, wir werden alle Handschuhe immer zusammen an einem Auto einsetzen und auch zusammen immer in die Waschmaschine geben. Das heißt,
gleich oft waschen und einfach mal schauen nach so und so viel Zeit, wie sehen denn die Handschuhe aus? Lösen sich jetzt hier schon Fasern auf? Haben wir immer noch den Originalzustand? Ist er immer noch so super weich? Sind die Fasern immer schön stabil und flauschig? Und da werden wir einfach nochmal einen richtig schönen großen Langzeittest machen. Das werde ich natürlich noch extra vorbereiten für euch und da auch nochmal so eine kleine Vorschau dazu geben. Damit bin ich erstmal durch mit der Beantwortung hier eurer Kommentare, vor allem hier zu den Waschhandschuhen. Es gibt natürlich unendlich viele Sachen, die man hier noch mit einpflegen könnte. Und wenn ihr noch Fragen habt zu den Handschuhen, dann wie immer unter das Video. Ich werde natürlich, wenn genug Fragen zusammenkommen, auch zu einzelnen Handschuhen oder vielleicht sagt ihr, vergleich nochmal genau den mit dem oder so, nochmal vor der Kamera oder so, dann schreibt das einfach drunter. Das mache ich sehr, sehr gern, wenn ihr generell noch Fragen habt zu den Handschuhen, immer unten in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuschauen. Das war natürlich wieder so ein Talk-Video, was ein bisschen länger gedauert hat. Und ihr wisst ja natürlich, so ein Talk-Video, da quasselt man ein bisschen, verplappert man sich und dann geht natürlich ein bisschen Zeit drauf. Aber dafür heißt das Ganze ja auch Xaron Talks, weil ich ohne Ende rede. Und ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch heute noch einen schönen Tag. Schaut, es kommen in den nächsten Tagen natürlich noch jede Menge Videos online. Auch das 1000 Abonnenten-Video, das wird natürlich richtig geil. Da gebe ich mir mal richtig Mühe, hier was für euch rauszuhauen. Und ansonsten lasst natürlich wie immer einen Daumen da und wir sehen uns, Leute. Ciao.